Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste, bevor ich ein paar Grußworte an Sie richte, erlauben Sie mir, dass ich einige Persönlichkeiten heute Abend persönlich namentlich begrüße, aber einleitend darf ich Sie einmal alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass unsere Landstube so gut besucht ist heute. Für die steiermarkische Landesregierung richte ich meinen herzlichen Willkommensgruß an Landesrätin Frau Magistra Ursula Lackner, auch in Vertretung des Herrn Landeshauptmann-Stellvertreters Magister Michael Schickhofer. Herzlich willkommen. Für den Landtag Steiermark begrüße ich Klubobfrau Claudia Gimt-Weizhaler, Landtagspräsident außer Dienst Dr. Kurt Flecker, die Abgeordnete Barbara Riener in Vertretung von Herrn Landeshauptmann Schützenhöfer sowie Landtagsabgeordnete Ingenieurin Sabine Jungwirth. Herzlich willkommen. Als Vertreterin der Stadt Graz darf ich Stadträtin Lisa Rücker herzlich begrüßen und ich freue mich auch sehr, dass Altbürgermeister Stingel heute bei uns ist. Ja, eine besondere Freude ist es mir, dass sie heute hier ist, trotz ihrer eigenen Anschlussveranstaltung in der Synagoge noch heute Abend. Ich darf herzlich begrüßen die Präsidentin des Israelitischen Kultusvereins in Graz, Frau Doktorin Ruth Kaufmann. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen den Vorsitzenden der Islamischen Religionsgemeinschaft in der Steiermark, Ali Kurtgötz, und Frau Magistra Sabine Maurer als Vorsitzende des Koordinationsausschusses christlich-jüdischer Zusammenarbeit. Vom Landesrechnungshof ist die Landesrechnungshofdirektorin, Hofrätin Dr. Margit Kracker, hier. Herzlich willkommen. Für alle anwesenden Vertreterinnen und Vertreter von Bundesbehörden darf ich ganz herzlich den leitenden Oberstaatsanwalt Dr. Karl Gassner begrüßen. Herzlich willkommen, Gassner. Für die Universitätslandschaft in der Steiermark begrüße ich Herrn Rektor, Universitätsprofessor Dr. Josef Smolle und die Rektorin Dr. Elisabeth Freismuth sowie in Vertretung von Frau Rektorin Dr. Christa Neuper, Herrn Vizerektor, Universitätsprofessor Dr. Martin Bollerscheck. Herzlich willkommen. Für das Amt der steiermärkischen Landesregierung begrüße ich stellvertretend für alle anwesenden Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter Herrn Hofrat Magister Bernhard Langmann. Stellvertretend für die zahlreich erschienenen Vertreterinnen und Vertreter des Konsularischen Korps in der Steiermark gilt mein Gruß heute dem Honorarkonsul von Polen, ehemaliger Landtagsdirektor außer Dienst, Dr. Gerold Ordner, was sich rausbrennt. Es freut mich sehr, unter den Gästen des heutigen Abends auch die seinerzeitige hauptverantwortliche Architektin der wiedererrichteten wunderschönen Grazer Synagoge, Frau Dr. Ingrid Meyer, begrüßen zu dürfen. Ich begrüße alle anwesenden Vertreterinnen und Vertreter unserer Medien sehr herzlich und darf jetzt meinen aufrichtigen Dank an 4 Personen richten für die Unterstützung, für die Impulsgebung und für die Konzeption der heutigen Veranstaltung, und zwar an Herrn Dr. Herwig Brandstätter, Herrn Dr. Dr. Werner Anzenberger, Herrn Herbert Nichols Schweiger und Frau Margarete Markowitz. Ein herzliches Dankeschön. Ja, und dann begrüße ich ganz herzlich und freue mich auf die Impulsreferate von Frau Dr. Diljana Radonic und Frau Universitätsdozentin Dr. Heidemarie Uhl. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und die anschließende Diskussion mit Frau Magistra Bettina Ramp, Herrn Wolfgang Seereiter und Landtagsabgeordneten außer Dienst Franz Trampusch, die Stellvertreterin der Jugend, nämlich die Studierende Verena Kohlmeier, hat leider heute Nachmittag absagen müssen, sie hat die Grippe ereilt. Tut mir leid, aber es hat, glaube ich, zurzeit einige.
Ich darf Ihnen allen jetzt schon fürs Teilnehmen meinen Dank aussprechen. Herrn Bernd Loew mit seinem Trio danke ich, dass er mit heute die Gedenkveranstaltung wirklich mit einem würdigen musikalischen Rahmen versieht. Und ich darf Sie noch einmal hinweisen auf die Unterlage, die Sie für Ihren Sitz vorgefunden haben oder beim Eingang bekommen haben, weil hier die Hintergründe zu den heutigen Kompositionen dargelegt werden. Da hat Bernd Loew Einsicht gegeben, wie es zu diesen Kompositionen gekommen ist. Ja, und zu guter Letzt danke ich ganz herzlich Frau Magistra Colette Schmidt, die sich bereit erklärt hat, in gewohnt professioneller Weise den heutigen Abend zu moderieren. Lassen Sie mich meinen kurzen Grußworten eine kurze Frage voranstellen, die vielleicht einigen von Ihnen als provokant erscheint. Braucht Zukunft überhaupt Erinnerung? Ist nicht schon genug erinnert worden, genug getrauert worden? Kann man die Vergangenheit, das Geschehene nach der langen Zeit nicht endlich ruhen lassen? Bei Diskussionen mit Jugendlichen ist es mir schon manchmal passiert, dass sie manchmal richtig empört die Frage stellen, wieso soll ich mich schuldig fühlen? Ich kann nichts dafür, was da passiert ist. Und ich denke, eine persönliche Schuld für diese entsetzlichen Gräueltaten des Nationalsozialismus haben weder diese Jugendlichen noch andere Menschen der Generationen, die danach gekommen ist. Aber was wir sehr wohl empfinden müssen, ist eine große Verantwortung. Eine tiefe Verantwortung für die Zukunft, für unsere Gesellschaft im Ganzen und damit auch eine Verantwortung für das Nie wieder und das Nicht-Vergessen. Und genau diese Verantwortung für unsere Zukunft ist es auch, die Gebiete zu erinnern. Und zu dieser Erinnerung gehört es eben immer wieder dazu, dass wir uns mit den Fakten, mit den historischen Fakten auseinandersetzen, auch wenn sie, wie in diesem Fall, so unvorstellbar dramatisch sind, dass viele sie am liebsten in der Vergangenheit begraben würden. Am 27. Jänner 1945, also heute vor 71 Jahren, erfolgte die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Das ist jener Ort, an dem mehr als 1 Million inhaftierte Jüdinnen und Juden brutal und systematisch getötet wurden. Die Tötungsmaschinerie der Nazis mordete auch nichtjüdische Polinnen und Polen, politische Gefangene, sowjetische Kriegsgefangene, Menschen mit Behinderungen, Sinti und Roma und Zeugen Jehovas dahin. Und stellvertretend für alle Orte des Holocaust wurde mit doch einer bemerkenswerten zeitlichen Verzögerung im Jahr 2005 der 27. Jänner von der UNO als internationaler Tag des Gedenkens an den Holocaust ausgerufen. Und es ist mir als Präsidentin des Landtages Steiermark ein sehr großes Anliegen, dass auch die offizielle Steiermark ein Zeichen des Respekts und des Verantwortungsgefühls gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus setzt und damit auch ein klares Zeichen gegen Faschismus und gegen Totalitarismus setzt. Dieses Erinnern geht für mich immer mit einem ganz klaren Auftrag auch einher, nämlich mitzuwirken an einer Gesellschaft, die von Akzeptanz getragen ist, die von Mitmenschlichkeit getragen ist und einer Gesellschaft, die fähig ist, auch Empathie zu empfinden. Wir müssen die Rechte eines jeden Menschen schützen und behüten. So einfach ist das in Wahrheit. Ja, und wir befinden uns gerade jetzt in einer Zeit, die von einer immer stärker werdenden Unsicherheit wieder geprägt ist. Eine Zeit, in der die Fragen der Menschenrechte wieder kontrovers diskutiert werden, in der mancher schon überwunden geglaubte Konflikt wieder aufkeimt und eine Zeit, in der die Sprache immer öfter sehr rasch entgleist. Wir brauchen daher gerade jetzt das Bewusstsein, dass die Würde eines jeden einzelnen Menschen unverletzbar sein muss und
Es muss uns bewusst sein, dass wir gerade jetzt gelebte Solidarität brauchen. Wir brauchen das Wissen, eigentlich die unerschütterliche Überzeugung, dass Menschenrechte unverhandelbar sind, dass die Demokratie immer der Diktatur überlegen ist und dass die einzig wahre Antwort auf die bestialischen Verbrechen der NS-Diktatur und der NS-Ideologie Humanität ist. Es wäre gefährlich, wenn nicht fahrlässig, wenn wir uns irgendwie in Sicherheit wiegen und sagen oder glauben, dass das in der Art nie mehr passieren kann. Und ich denke, jeder, der mit offenen Augen verfolgt, was zurzeit in manchen Bereichen unserer Gesellschaft im Gange ist, weiß definitiv, dass das nicht der Fall ist. Es liegt also in unseren Händen, dass wir dagegen aufstehen, dass wir dagegen etwas tun, dass wir achtsam sind, dass wir mit Rückgrat und Zivilcourage vorgehen und einfach es nicht zulassen, dass sich Dinge in eine falsche Richtung entwickeln. Ich persönlich halte mit unserem Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, der hat anlässlich der Feierlichkeiten zur 90 Jahre Republik sinngemäß gesagt, dass kein vernunftbegabtes menschliches Wesen der Zeit von 1945 nachtrauern kann. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die verharmlosen oder gar leugnen, die Tendenzen negieren oder sie gar schüren und noch Öl ins Feuer gießen und deutliche Abgrenzungen vermissen lassen. Daher bin ich der festen Überzeugung, und es hat sich ja ohnehin von selbst beantwortet, sonst gäbe es ja die heutige Veranstaltung nicht, natürlich braucht Zukunft Erinnerung. Mir ist es wesentlich, dass wir mit der heutigen Gedenkveranstaltung ein klares, sichtbares Zeichen setzen gegen Ausgrenzung, dass wir uns auseinandersetzen mit unserer Gedenkkultur, wie halten wir es damit, und eben ein klares Zeichen gegen Faschismus, gegen Totalitarismus seitens des Landtages und die Erinnerung an den unverrückbaren Wert der Menschenrechte. Ja, diese moralische Pflicht, dieses moralische unverzichtbare Erinnern und der sich daraus ergebende Auftrag, der muss die positive Konsequenz in sich tragen, dass wir weiter an einem gemeinsamen Europa des Friedens und an einem gemeinsamen Europa des Zusammenhalts arbeiten. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen allen, die Sie heute hierher gekommen sind, weil Sie allein mit Ihrer Anwesenheit mit dazu beitragen, hier im Landtag, im Herzen unserer steirischen Demokratie, dass Sie auch hier willens und bereit sind, ein klares, sichtbares Zeichen zu setzen. Abschließend darf ich noch ganz kurz in diesem Zusammenhang auf eine weitere Veranstaltung hier im Landhaus hinweisen, nämlich aus Anlass des Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus am 4. Mai dieses Jahres in den Arkaden unseres Landhaushofes um 18 Uhr. Ich darf mit einem herzlichen Dankeschön an Sie alle schließen und mit einem herzlichen steirischen Glück auf und darf an Frau Magistra Schmidt übergeben. Dankeschön. So, ich hoffe, Sie hören mich. Ich darf Sie auch sehr, sehr herzlich hier heute Abend begrüßen. Es ist mir eine Ehre, durch den Abend führen zu dürfen. Vielleicht erlauben Sie mir die kurze persönliche Bemerkung, dass ich das ein sehr wichtiges, starkes Signal finde, dass der Landtag selbst auch eine Veranstaltung, eine offizielle zu diesem Gedenktag macht. Ich glaube, das ist das erste Mal und ich hoffe nicht das letzte Mal. Aber jetzt habe ich die Ehre, unsere beiden Referentinnen des Abends Ihnen vorzustellen. Beide sind ja eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit Gedenkkultur beschäftigt hat, kommt man nicht an ihnen vorbei. Sie sind beide tätig an der Akademie der Wissenschaften in Wien und beide, soweit ich das weiß, am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte. Die erste Referentin dieses Abends wird Liljana Radonitsch sein. Sie hat sich vor allem konzentriert auch auf die verschiedenen Erinnerungskulturen in Europa, vor allem nach 1989. Also auch in postsozialistischen, postkommunistischen Ländern. Ihre Habilitation verfasste sie über den Zweiten Weltkrieg in postsozialistischen Gedenkmuseen. Und
lehrt auch an der Uni Wien unter anderem Antisemitismus-Theorie. Ihre Dissertation, die sich mit der Vergangenheitspolitik Kroatiens befasste, die wurde 2010 im Campus Verlag publiziert. Und Radonjić ist auch seit 2014 im wissenschaftlichen Beirat zur Neugestaltung des österreichischen Heldendenkmals, wo auch Heidemarie Uhl, unsere zweite Referentin des Abends, stellvertretende Vorsitzende eigentlich dieses Beirats ist, wenn ich da richtig informiert bin. Sie ist Zeithistorikerin und ist auch in Graz und Wien tätig an der Universität, aber hat auch Gastprofessuren in Jerusalem, Straßburg, auf der Stanford University, in Budapest, also sehr breit aufgestellt, auch was europäische Gedenkkultur und NS-Gedenken angeht. Und eine ganz aktuelle Publikation, die demnächst, also heuer erscheinen soll, ist von beiden Damen herausgegeben. Die wird, vielleicht können Sie mir dann sagen, wann genau, aber 2016 konnte ich in Erfahrung bringen, erscheinen und trägt den Titel Gedächtnis im 21. Jahrhundert zur Neuverhandlung eines kulturwissenschaftlichen Begriffs. Ich darf jetzt als erste Liljana Radonjić um ihr Referat bitten. Das heißt Europäisierung des Holocaust und Erinnerungskonflikte seit 1989 eben. Danke sehr. Vielen Dank für die einleitenden Worte und natürlich auch für die Einladung, heute hier zu sprechen. Da es ja das erste Mal ist, dass in diesem offiziellen Rahmen also dieser Gedenktag begangen wird, dachte ich mir, es ist einigermaßen logisch, darüber zu sprechen zu Beginn, wie es im europäischen Kontext dazu kommt, dass es diesen internationalen Gedenktag gibt und warum ist es jedes Jahr mehr und mehr so, dass in verschiedenen Orten auf bundesstaatlicher Ebene, auf regionaler Ebene diese Gedenktage begangen werden. Der Holocaust-Gedenktag wurde schon gesagt, am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Steht eindeutig im Kontext der seit den 90er Jahren zunehmenden Entwicklung, die man mit dem Begriff Europäisierung des Gedenkens zunächst mal grob fassen könnte. Was heißt das? Dass bis dahin vorwiegend nationale Geschichtsbilder, welche von nationalen Perspektiven, aber auch von Opfermythen bestimmt waren, nun durch europäische Bezüge bereichert und verändert, transformiert wurden. Das hat mehrere Komponenten, diese Entwicklung. Eine davon, kann man sagen, besteht darin, dass der Holocaust verallgemeinert wurde zu einer Art negativer Ikone. Dass also die Erinnerung an den Holocaust zusehends zu einem moralischen Imperativ für die gesamte Menschheit sich entwickelt hat, dass also viele Verbrechen, Massenmorde, Genozide gemessen werden an dieser Erfahrung des Holocaust, an der Erinnerung daran. Das trägt auch, hat zu einem Perspektivenwechsel beigetragen. Gerade in Österreich ist klar, dass lange Jahrzehnte Geschichte des Zweiten Weltkriegs erzählt wurde in Kategorien von Heldentum, von Märtyrertum, von Widerstand. Nun haben wir eine neue Entwicklung, in der das Opfer in den Fokus gerückt ist. Nun ist aber das Entscheidende, wie sprechen wir von dem Opfer oder den Opfern? Hier gibt es mehrere Wege. Man kann sprechen etwa von dem individuellen Opfer, den Ermordeten, den zu Tode Gekommenen. Wie das etwa in der Gedenkstätte Theresienstadt dadurch geschieht, dass die Bilder, die Kinder, die dort in dem Ghetto gefangen waren, ausgestellt werden, dass diese Bilder, die Kinder gemalt haben, ausgestellt werden, um zu zeigen, wie sie versucht haben, aus dem Ghetto-Alltag zu flüchten. Und dann wird aber gleichzeitig neben dem Namen und dem Geburtsdatum des Kindes auch gesagt, in den meisten Fällen ermordet 1943 in Auschwitz-Birkenau. So gibt man den Opfern ein Gesicht, einen Namen. Das ist eine Möglichkeit, diesen Fokus auf das Opfer zu legen. Die andere ist eine kollektive Opfererzählung. Und hier wird es schon problematischer. Es
gibt es die Gefahr der Entkontextualisierung, der Gefahr eines Sprechens über unterschiedlose Opferschaft, wenn man dann über Menschen spricht und dass es immer schlimm ist, wenn Menschen zu Tode kommen. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, wie wir auch schon gehört haben, historisch präzise zu sein und aus diesen ganzen Debatten nicht zu verlieren, dass es dann um Jüdinnen und Juden, um Ermordete geht, um deutsche Österreicherinnen und Österreicher als Täter und Täterinnen. Dass wir hier präzise, so präzise wie möglich bleiben. Eine andere Komponente, und die ist titelgebend für meinen kurzen Impuls, ist diese europäische Komponente. Denn für die EU besitzt die Entwicklung noch eine zusätzliche, eine identitätsstiftende Komponente. Ich spreche von einer Europäisierung des Holocaust. Und zwar, obwohl der Begriff des Holocaust ja erst spät, ab ungefähr den 60er Jahren erstmal aufgekommen ist, und obwohl es sehr lange Jahrzehnte ja gar nicht um die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden gegangen ist, wenn man über den Zweiten Weltkrieg gesprochen hat. Nichtsdestotrotz ist es heute so, dass auf internationaler Ebene der Holocaust heute zu einem negativen europäischen Gründungsmythos geworden ist. Dass man sagt, Europa ist nach 1945 eine Schicksalsgemeinschaft geworden, die auf den Krematorien von Auschwitz nun ein besseres Europa erbaut habe. Das hat wiederum eine etwas gefährliche Komponente, denn dann neigt man dazu, dem Holocaust, der Shoah, einen Sinn zu verleihen und zu sagen, na wenigstens das hat er Positives gehabt. Da muss man natürlich immer aufpassen. Diese Sinnstiftung bei etwas wie dem sinnlosesten Töten von allem muss man natürlich vermeiden, soweit es geht. Aber hier kommen wir jetzt zu der Genese sozusagen dieses internationalen Gedenktages. Das geht zurück auf die Gründung der International Task Force on Holocaust Education, Remembrance and Research 1998 in Schweden. Zu einer Zeit, als wir so eine Verschiebung in der Erinnerung und im Gedenken und auch im Umgehen mit dem Zweiten Weltkrieg haben, nämlich von harten Fragen wie Entschädigungszahlungen, Raubgold und so weiter hin zu einer symbolischen Politik. Mit dieser, heute heißt sie International Holocaust Remembrance Alliance, findet so eine erste Verschiebung zu symbolischen Akten, zu Erinnerungsveranstaltungen wie dieser hier statt. Das wurde dann weitergeführt bei einer internationalen Konferenz am 27. Januar 2000 in Stockholm, also auch noch zu Beginn des neuen Millenniums. Und das war das erste Mal, dass Staatschefinnen und Chefs aus 46 Ländern zusammengekommen sind und beraten haben, wie können wir dieser Erinnerung eine Zukunft geben, um aus dem heutigen Titel zu zitieren. Und da wurde eine Deklaration verabschiedet, die genau das empfohlen hat, nämlich entweder den 27. Jänner oder ein anderes national bedeutsames Datum anzunehmen als Holocaust-Gedenktag. Das ist in Österreich offiziell die Befreiung von Nordhausen, aber nichtsdestotrotz ist zusehends der Trend zu beobachten, dass auch der internationale Gedenktag immer von mehr Institutionen und Organisationen begangen wird. Das Spannende jetzt ist, dass das eine Entwicklung ist, die hauptsächlich aus dem Westen, aus dem sogenannten Westen kommt. Und nun, wenn ich aber von Europäisierung spreche, wirft das die Frage auf, wie ist das denn mit der EU-Osterweiterung, mit den östlichen neuen EU-Ländern, wie stehen die eigentlich dazu? Und da gibt es spannende Entwicklungen, wie etwa, dass sich so eine Atmosphäre hergestellt hat, dass man irgendwie beweisen muss, bevor man der EU beitritt oder im Rahmen dieser Verhandlungen, dass man irgendwie auch diese Werte und die Bedeutung der Erinnerung an den Holocaust, dass man die übernommen hat oder auch für wichtig hält. Das äußert sich etwa so, dass 2004, zwei Wochen vor dem EU-Beitritt, in Budapest das Holocaust-Gedenkzentrum eröffnet wurde, von Viktor Orban, dem heutigen Premier, in Auftrag gegeben. Aber dennoch, dass dort ein kritisches Museum, ein selbstkritisches Museum eröffnet wurde, zunächst einmal aber nur das leere Gebäude. Und die Ausstellung kam erst zwei Jahre später. Man hatte den Eindruck, es ist wichtig, vor dem EU-Beitritt das Holocaust-Gedenkmuseum, das Gedenkzentrum zu haben. Und zwei Jahre später erst wurde dann die ständige Ausstellung eingerichtet.
Hier kommen wir schon in das Feld auch der Erinnerungskonflikte und der gespaltenen Erinnerung. Denn wie die meisten wissen, ist es ja in vielen ostmittel- und südosteuropäischen Staaten so, dass die Holocaust-Opfer nicht im Vordergrund der Erinnerung an die Vergangenheit stehen, dass es erstmal dort als Primäres definiert wird, die eigene Opfererfahrung durch den kommunistischen Terror, durch die kommunistischen Verbrechen, die erst aufzuarbeiten und derer zu gedenken. Diese gespaltene Erinnerung steht im Kontext der Neuaushandlung von Geschichte nach 1989-90, als man die kommunistische Geschichtsversion verabschiedet hat, damit aber auch den Antifaschismus als ein kommunistisches Narrativ zum Teil mit verabschiedet hat und sich eine goldene Ära nationaler Selbstständigkeit gesucht hat vor dieser kommunistischen Besatzungszeit. In manchen Ländern, wie etwa Kroatien, wurde schon erwähnt, darüber habe ich geschrieben, aber auch der Slowakei führte das dann dazu, dass man die NS-Satellitenstaaten, den Zweiten Weltkrieg in der Slowakei oder in Kroatien, als Meilensteine auf dem Weg zur heutigen Unabhängigkeit definiert hat. Dass man also diese NS-Kollaborationsregime als wichtig für die nationale Unabhängigwerdung definiert hat. Das steht natürlich in einem großen Konflikt mit einer Aufarbeitung auch der eigenen Kollaboration und Täterschaft und Täterinnenschaft. Diese Konflikte zwischen, naja, man kann auch fast auch sagen, diese Opferhierarchien, dieser Kampf um Opferhierarchien ist natürlich nur bedingt produktiv, steht aber in einem Kontext der Forderung auch, die Verbrechen gleichzusetzen, die des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Berühmt ist etwa die Rede der lettischen Außenministerin bei der Leipziger Buchmesse 2004, als sie sagte, dass beide totalitären Regime, Nazismus und Kommunismus, gleich kriminell waren. Ein anderer Gedenktag, über den ich jetzt in diesem Teil über Osteuropa auch noch sprechen will, ist auf Betreiben von polnischen, baltischen und slowakischen Parteien eingerichtet worden. Ich wäre gespannt, eine Umfrage hier zu machen, wer von dem schon gehört hat. Am 23. August, dem Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, wurde ja vor mittlerweile 8 Jahren ein europäischer Gedenktag an die Opfer von Stalinismus und Nazismus eingerichtet, um das Gedenken an die Opfer von Massendeportation und Vernichtung aufrechtzuerhalten. So heißt es in der Erklärung, in einer relativ gleichsetzenden Erklärung. Ganz kurz möchte ich also diesen Gedenktag, den 23. August, vergleichen mit dem 27. Januar, dem heutigen Tag. Das Interessante ist, beim 27. Januar, das, was so schmerzt und so schwierig ist, ist, dass es hier um die vom eigenen Kollektiv begangenen Verbrechen geht. Dass man also an das erinnert, was der eigene Staat und die Staatsbürgerinnen darin, zumindest viele von ihnen, mitgetragen haben. Und beim 23. August geht es darum, Hitler und Stalin die Schuld zu geben für alles möglichen Dinge, für alles, was in Folge durch die Besatzungen dann passiert ist. Also anhand dieser beiden Gedenktage kann man zeigen, was heute das Entscheidende und das Besondere ist, nämlich, dass es nicht um die Externalisierung der Schuld nach außen an große Mächte geht, sondern zu fragen, was hat unser Land, was haben wir, was haben unsere Vorfahren getan. Das heißt, dieser internationale Holocaust-Gedenktag, ich komme zu einem aktuellen Ausblick und Schluss, steht für eine wichtige neue Entwicklung. Entscheidend ist aber dabei, Gedenken nicht auf ein rituelles Bekenntnis zu reduzieren, sondern im Sinne des Mottos des heutigen Abends auch über den heutigen Antisemitismus zu sprechen. Und ich meine hier auch tatsächlich Antisemitismus, der nicht aufgeht, der nicht dasselbe ist wie etwa Ausländerfeindlichkeit, der zwar eine Unterform, eine besondere Form von Rassismus ist, aber auch darin nicht aufgeht, weil er diese weltverschwörerische Komponente hat. Und dieser Antisemitismus, der wird vielfach als, naja, heute ist das nicht unser größtes Problem
abgetan. Weil wir ja in Graz sind, habe ich mir angeschaut zum Schluss den Jahresrückblick der kleinen Zeitung vom Dezember letzten Jahres. Da wird viel über Terror und islamistischen Terror etwa gesprochen. Erwähnt wird Charlie Hebdo, die Anschläge auf die Redaktion in Paris. Nicht erwähnt wird der nächste Tag und der Anschlag auf den jüdischen Supermarkt. Das heißt, dieser antisemitische Terror, der wird oft nicht als solcher benannt. Und das ist auch ein Problem. Überhaupt kann man sagen, dass es wichtig ist, auch zu identifizieren, was sind die größten Gefahren, wenn wir über Antisemitismus heute sprechen. Und da tun sich viele schwer. Ich würde sagen, Holocaustleugnung ist heute in Österreich kein Thema. Es gibt andere Staaten, wie etwa den Iran, dort ist das ein Thema. Hier geht es um eine transformierte Form von Antisemitismus, unter anderem, die sich etwa im Hass gegen Israel als den Juden unter den Staaten Bahn bricht. Es geht um eine Gleichsetzung Israels mit den Nazis und solche Phänomene. Wichtig aber ist es, dass wir nicht aus Unsicherheit oder aus etwa aktuell, sehr brisant, gut gemeinter Rücksichtnahme auf Flüchtlinge nicht darüber sprechen, weil wir glauben, dass diese Dinge irgendwie einen Widerspruch darstellen, über Flüchtlinge und sie willkommen zu heißen zu sprechen und über Antisemitismus zu sprechen. Kritik an einer Ideologie ist etwas völlig anderes als Ressentiment gegenüber Menschen, gegenüber einzelnen Menschen, und es ist also keinesfalls ein Widerspruch, Antisemitismus als solchen zu skandalisieren, wenn man ihn sieht, und zugleich voller Empathie geflohenen Menschen zu begegnen und Rassismus und den hier bis jetzt noch nicht erwähnten Antiziganismus etwa zu bekämpfen. Dass der Internationale Holocaust-Gedenktag die Gelegenheit bietet, nicht nur der Opfer zu gedenken, sondern auch über viele Fallen dieses leeren Ziehens aus der Vergangenheit für heute zu sprechen. Das ist eine tolle Entwicklung und ich danke für die Gelegenheit, das tun zu dürfen. Danke. Vielen Dank, Liliana Radonit. Ihre Einschätzung, dass Holocaust-Leugnung kein Thema sei in Österreich, finde ich sehr optimistisch, oder zumindest Holocaust-Verharmlosung, aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Als nächstes würde ich jetzt Heidemarie Uhl um ihr Referat bitten. Sie wird uns ein bisschen vom Vergleich der osteuropäischen und europäischen Gedenkkultur ein bisschen nach Österreich und in die Steiermark auch, glaube ich, hereinbegleiten. Es geht um Transformationen gesellschaftlicher Erinnerung, eben auch am Beispiel Österreichs und der Steiermark. Ja. Herzlichen Dank für die Einbegleitung und herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte allen, die am Zustandekommen dieses ersten Gedenktages am 27. Jänner, die dazu beigetragen haben, auch Ihnen, Frau Landtagspräsidentin, insbesondere meinen herzlichen Dank aussprechen. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Umso mehr, als sehr viele Menschen aus Politik, aus Kultur, aus Wissenschaft, Kunst und Bildung da sind, die ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass ich heute über dieses Thema sprechen kann gewissermaßen, nämlich über die Gedenkinitiativen, über die Erinnerungskultur, die seit den 1980er Jahren genau das mitvollzogen hat, was Liliana Radonitsch uns als neue europäische Erinnerungsgedenkkultur vorgestellt hat. Und diese Erinnerungskultur ist nicht nur etwas, was in Beschlüssen des EU-Parlaments etwa für einen Holocaust-Gedenktag 2005 stattgefunden hat, sondern das ist etwas, was von Menschen in verschiedensten Funktionen unterstützt wird, getragen wird, sogenannte zivilgesellschaftliche Initiativen, aber auch Initiativen, die von der Politik unterstützt werden, die die Wissenschaft brauchen, um genau dieses lokale Wissen zu erzeugen, das die Grundlage für das ist, woran wir uns überhaupt erinnern können. Also insofern finde ich es eine große Ehre, auch viele Kolleginnen und Kollegen hier zu sehen. Und danke für die Einladung. Das, was am Beginn geschildert wurde, als quasi Signatur europäischer Erinnerung, kann man
im Großen und Ganzen in zwei Phasen teilen. Liliana Radonic hat schon erwähnt, die Phase der Externalisierung, also der Verleugnung, der Verdrängung, der Projektion jeder Form, jeder Frage von Verantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus aus der eigenen politischen Kultur. Diese Phase der Exklusion hat in Österreich einen bekannten Namen, nämlich den Namen der Opferthese. Und Sie werden alle die Worte im Ohr haben, die eben am 27. April 1945 mit der österreichischen Unabhängigkeitserklärung formuliert wurden, dass Österreich nämlich ganz im Sinn der Moskauer Deklaration, und ich zitiere das hier jetzt wörtlich, das erste freie Land war, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte und deswegen eben deswegen von der deutschen Herrschaft befreit werden sollte. Diese, könnte man sagen, antinationalsozialistische Opferthese, die vor allem auch bedeutet hat, dass die Zweite Republik auf dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufgebaut werden sollte, diese Opferthese hatte allerdings nur eine relativ kurze Gültigkeit als gesamtgesellschaftliches, gewissermaßen als gesamtgesellschaftliche Herangehensweise, als von allen politischen gesellschaftlichen Gruppen unterstützt. Wir haben den offiziellen Bereich, wir haben vor allem auch, Sie haben es vor sich, das österreichische Staatswappen, dem ja 1945 die gesprengten Ketten als Zeichen der Befreiung hinzugefügt wurden. Aber man sieht schon relativ rasch in den Jahren 1947, 48, dass diese antifaschistische Zugangsweise, diese Erklärung nicht mehr greift bzw. an Bedeutung verliert. Ich nenne hier zwei Beispiele. Es zeigt sich relativ gut an der Denkmalkultur. In Wien wurden unmittelbar nach Kriegsende zwei große Denkmäler beschlossen, eines an der Ringstraße, eines im Zentrum und eines am Zentralfriedhof. Nur eines wurde verwirklicht, das am Zentralfriedhof. In Graz gab es einen Denkmalwettbewerb mit Entwürfen eines überdimensionalen Mahnmals, das Wappen der Zweiten Republik darstellend am Opernring. Was daraus geworden ist, Sie kennen es alle, ist die Gedenktafel gegenüber dem Paulustor, gegenüber der Polizei, die sehr rudiziert, könnte man sagen, im Vergleich zu einem 10 Meter großen Marmor am Ring, aber doch sehr deutlich ausdrückt, dass diese Haltung, dass die Zweite Republik gewissermaßen auf dem Widerstand basiert, an Bindekraft verloren hatte. Was ist der Hintergrund? Auch darüber wissen wir sehr gut Bescheid. Zum einen die Reintegration der ehemaligen Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen in die österreichische Gesellschaft. Die Größenordnung, es gab in Österreich mehr als 500.000 Mitglieder der NSDAP. Und 90% dieser NSDAP-Mitglieder wurden zwei Jahre nach Kriegsende durch die minder belasteten Amnestie von den sogenannten Sühnefolgen befreit. Das heißt vor allem, sie waren wieder wahlberechtigt. Das hat natürlich, muss man sagen, zu einem, ich zitiere jetzt den ehemaligen Leiter des österreichischen Staatsarchives, Rudolf Neck, zu einem Poolen der beiden Großparteien um die Stimmen der ehemaligen Nationalsozialisten geführt. Das ist die eine Komponente. Also man wollte niemanden gewissermaßen durch die Berufung auf den Widerstand vor den Kopf stoßen. Ähnliches übrigens auch in den Kirchen. Es gibt zum Beispiel die Aussage, warum Jägerstätter nicht in der Form gewürdigt wurde nach 1945, des damaligen Linzer Bischofs. Man wolle eben die ehemaligen Soldaten der Wehrmacht nicht der Kirche durch solche Würdigungen entfremden. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, der Beginn des Kalten Krieges, der gewissermaßen letztlich bis in die 80er Jahre das Denken bestimmen sollte und die Systemkonkurrenz als Leitmotiv gewissermaßen prägen sollte. Im Rahmen dieses beginnenden und sich rasch verschärfenden Kalten Krieges galt der österreichische Widerstand als kommunistisch und Widerstandskämpfer standen unter Kommunismusverdacht und de facto war es die
gesellschaftlich-politisch ja vollkommen marginalisierte KPÖ, die als einzige gewissermaßen diese Forderung für den Widerstand vertreten hat, was natürlich gewissermaßen das kommunistische Etikett dann natürlich noch verstärkt hat. Also 1954 gab es etwa Bemühungen, am Salzburger Friedhof, am Friedhof der Stadt Salzburg, ein Denkmal für KZ-Häftlinge zu errichten. Und der damalige Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, selbst politischer Häftling in Dachau, hat gemeint, im Jahr 1954, Denkmäler für KZ-Denkmäler sind Instrumente politischer, kommunistischer Propaganda. Also das war ungefähr die Zeitstimmung in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Aber wir brauchen uns nur in den Denkmälern unseres Landes umschauen, dann sprechen die gewissermaßen schon zu uns sehr deutlich, was wir in dieser wirklich formativen Phase der späten 40er, 50er Jahre sehen können, noch vor dem Abschluss des Staatsvertrages, ist eine neue Erinnerungskultur für die Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Interessanterweise, ich sage deswegen neu, weil bereits die Unabhängigkeitserklärung vom April 1945 dieser Soldaten gewissermaßen gedacht hat und ein Erklärungsmodell entwickelt hat. Nämlich, dass die österreichischen Soldaten in der deutschen Wehrmacht Opfer Hitlers sind. Diese Vorstellung, und da gibt es interessante Belege, gerade auch aus der steirischen Diskussion, diese Vorstellung verändert sich. 48, 49 sieht man sehr deutlich, entstehen die ersten Kriegerdenkmäler. Und es gibt aus dem Jahr 1949 zum Totengedenktag im November ein Zeitungskommentar einer steirischen Regionalzeitung, in der dezidiert drinnen steht, unsere Soldaten sollen nicht mehr als Opfer eines gewissermaßen verbrecherischen Regimes erinnert werden, sondern als Helden der Pflichterfüllung und der Tapferkeit. Und als 1951 das Denkmal der Stadt Graz für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges am Zentralfriedhof enthüllt wird, heißt es in einem Zeitungskommentar, jetzt bekennt sich die Heimat wieder zu ihren gefallenen Söhnen. Also wir sehen hier, wir sind noch immer gewissermaßen im Kontext der Opferthese, aber dass sich hier ganz Grundsätzliches ändert. Wenn wir uns die Entwicklung ansehen, dann sieht man sehr deutlich, dass unterhalb, könnte man sagen, des offiziellen und nach außen gerade in den Staatsvertragsverhandlungen immer wieder reklamierten Status von Österreich als ersten Opfer Hitler Deutschlands, dass sich unterhalb dieser offiziellen, vor allem nach außen gerichteten Rhetorik ein ganz anderes Opfernarrativ durchzusetzen beginnt, das vielfach in seinen Auswirkungen noch bis heute zu spüren ist, nämlich, man könnte sagen, eine populäre Form der Opferthese oder eigentlich Gegenthese, dass die Österreicherinnen und Österreicher Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus sind. Also nicht Opfer des Nationalsozialismus, sondern Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus. Und diese Vorstellung zeigt sich in den Kriegerdenkmälern, zeigt sich etwa in der Erinnerung an den Bombenkrieg, zeigt sich aber auch ganz deutlich daran, und da hat sich erst in jüngster Zeit etwas geändert, dass 1945 nicht als Befreiung gilt, sondern gewissermaßen als Beginn des Schreckens in vielen Fällen. Ja? Also Elend und Not beginnt dem Vorrücken der Roten Armee im März, April 1945. Also nicht echt explizit, aber implizit könnte sich die Vorstellung verfestigen, dass es davor nicht Elend und Not in dem Sinn war. Aber wie gesagt, ich will auch über Gegenwart und Zukunft sprechen, aber diese kurze Tour d'Horizon über die Entwicklung nach 1945. In den 80er Jahren beginnt sich nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, kann man sagen, die Haltung zur Vergangenheit grundsätzlich zu ändern. Liliana Radonitsch hat schon darauf hingewiesen und wir könnten uns die Frage stellen, warum das so ist. Und ich denke, wir haben nur vorläufige Antworten und künftige Historikerinnen und Historiker werden vielleicht genaueres über unsere Generation sagen können. Jay Winter hat übrigens von der Generation of Memory gesprochen, also eine Generation, die Erinnerung, das Gedenken zu ihrem
Anliegen gemacht hat, für die das eines der ganz zentralen Motive gesellschaftlichen Handelns war. Und man sieht das sehr deutlich, gerade auch wieder an Denkmalgründungen. Wie gesagt, die Ursachen Generationenwechsel, die Generation, die an verantwortlichen Stellen in der NS-Zeit war, ist aus ihren beruflichen Funktionen geschieden. Das zeigt sich sehr deutlich. Es gab gestern eine Gedenkveranstaltung im Parlament und hier hat der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie ebenfalls erläutert, und es ließen sich Beispiele aus Graz finden, Professor Danzinger zum Beispiel mit seinem Engagement, wie eine neue Generation gewissermaßen ganz buchstäblich die Schränke aufgemacht hat, in denen die Akten jahrzehntelang unter Verschluss waren. Wieder zeigen sich die Änderungen an den Denkmälern, und es zeigt sich auch an den Beispielen, die ich erwähnen möchte, dass es einerseits zivilgesellschaftliches Engagement ist, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement aber spätestens 1988 und hier durch die Zäsur der Waldheim-Debatte ganz explizit von den verantwortlichen politischen Stellen der Gemeinde, dem Land gewissermaßen übernommen wird. Ich möchte hier nur einige Beispiele anführen für diese neue Erinnerungskultur und entschuldige mich zugleich, dass ich nicht alles erwähnen kann, was hier in der Steiermark passiert ist, was in Graz passiert ist, aber einige dieser Marksteine. Eine der auch österreichweit ersten Denkmäler, die an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern, ist die Gedenktafel am Philipperhof 1982, initiiert von Oberst Oswald, der heute ja auch unter uns ist. 88 ist sicher insofern ein Markstein, als hier mit dem Synagogendenkmal, mit der Erklärung der Stadt Graz, Bürgermeister Stingl hat sie, glaube ich, namens der Stadt auch gemeinsam beschlossen im Gemeinderat abgelegt, erstmals dezidiert der jüdischen Opfer der Stadt Graz gedacht wurde. Es wird mir ganz kalt, wenn ich daran denke, so beeindruckend war das. Es gab einen Schweigemarsch vom Rathaus zur Synagoge, zur ehemaligen Synagoge. Es gab eine Kundgebung, es gab ein Denkmal, das heute Teil der neuen Synagoge ist. Einige Jahre später, ich glaube 1990, 1992, wurde die Zeremonienhalle wieder errichtet, diesmal als gemeinsame Aktivität von Land Steiermark, Stadt Graz. 2000 die Wiedererrichtung der Synagoge. Wir reden aber nicht nur von Graz, sondern das ist, glaube ich, auch ein absolut wichtiger Punkt, wenn wir von dieser neuen europäischen Erinnerungskultur reden, die ja immer auch eine regionale und lokale ist. Also es gibt natürlich die staatlichen Erklärungen, es gibt die Rede von Kanzler Wranitzky 1991 mit dem Bekenntnis zur Mitverantwortung, aber getragen wird diese Erinnerungskultur auf regionaler, auf lokaler Ebene. Von vielen Vorkämpferinnen und Vorkämpfern, die zunächst umstritten waren, zunächst keine positive Resonanz gefunden haben. Und heute haben wir hier Denkmäler, haben wir hier Erinnerungszeichen, vielfach auch Gedenkstätten, wenn wir an all die neuen Gedenkstätten der letzten Jahre denken. Also wenn wir die Jahre zurückdrehen würden zum Jahr 1980, ich glaube, wir hätten eine Handvoll, wo wir jetzt doch eine nicht vollständige, aber doch ausgeprägte Denkmallandschaft haben. Also nur noch ein paar Anmerkungen. 2004 das Mahnmal für den Todesmarsch am Drehbichl in Gleisdorf, ich weiß nicht wann genau das errichtet wurde, kannst du dann sicher darauf Antwort geben. In der Sigmund-Freud-Klinik das Denkmal für die Opfer der Euthanasie, 2008, 2010 das Gerz-Mahnmal, das wir heute noch an der Burg haben, auch 63 Jahre danach vom Landtag und von der Landesregierung initiiert. Und schließlich im Jahr 2015 das Haus der Namen, die Eröffnung des Hauses der Namen als Holocaust- und Gedenkzentrum in der Steiermark. Was aber ganz wesentlich, und auch da ist die Steiermark gewissermaßen Teil dieses europäischen Prozesses, dazu beigetragen hat, und ich zitiere jetzt Jochen Gerz, der einmal gesagt hat, Wissen heißt Verantwortung übernehmen. Das heißt, nur wenn wir über die Ereignisse wissen,
können wir diese Verantwortung übernehmen. Und da hat die Steirer, also die Geschichtswissenschaft in der Steiermark, die wie in anderen Bundesländern, wie in Deutschland begonnen hat, sich mit den Verbrechen vor Ort zu beschäftigen, einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Und ich muss mich wieder entschuldigen, wenn ich nur zwei Werke nenne, die heuer erschienen sind. Pardon, zunächst muss ich aber noch zwei Orte erwähnen, die ganz wesentlich sind. Den Gedenkhain in der Belgierkaserne, wo hier das österreichische Bundesheer sich auch engagiert und auch nach außen wirksam wird in seiner Erinnerungskultur. Und hier muss man sagen, dass sich auch sehr viel geändert hat, also dass das Bundesheer de facto ein Partner für diese Aktivitäten geworden ist. Und für die lokalen Außenlager von Mauthausen die Gedenkstätte in Afflens bei Leibnitz, wo Herr Landtagsabgeordneter Trambusch ja einer der war, der als Zeitzeuge immer wieder darauf hingewiesen hat, was hier geschehen ist. Zur Wissenschaft, ich möchte nur erwähnen, weil im letzten Jahr erschienen, die Geschichte der Steiermark von Alfred Ableitinger herausgegeben, nun auch die Jahre 1918 bis 1945, und man könnte sich nicht vorstellen, dass die intensive historische Bearbeitung in so einer Reihe vor 15 Jahren in der Form möglich gewesen wäre. Und jetzt nenne ich zwei Kollegen, denen ich mein Wissen über diese Zeit im Wesentlichen verdanke, und nicht nur ich, die durch Bücher, durch Ausstellungen, durch Lehrveranstaltungen, Vorträge und so weiter dieses Wissen um die Verbrechen vor Ort ans Tageslicht, an die Öffentlichkeit gebracht haben, nämlich Heimo Halbreiner und Gerald Lamprecht. Und sie haben im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht, das gerade auch diese Breitenwirksamkeit, also quasi die Übersetzung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen in Form eines Buches, das Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer anspricht, geleistet haben, nämlich mit Nationalsozialismus in der Steiermark, Opfer, Täter, Gegner. Ich möchte schließen, aber noch eine Überlegung anstellen, nämlich auch an das, was Sie am Beginn gesagt haben. Die Frage ist, wenn wir die Transformation von einem praktisch marginalen Ereignis des Zweiten Weltkriegs, und das war der Holocaust ja de facto nicht nur in der Erinnerungskultur, sondern auch in der Geschichtswissenschaft bis in die 80er Jahre, also wenn man an die Pionierwerke von Raoul Hilberg denkt, wie spät sie etwa publiziert und übersetzt werden, die Frage, warum ist der Holocaust eigentlich so wichtig geworden? Warum berührt er uns noch immer? Und in der Begründung der Erklärung des Europäischen Parlaments heißt es ja, der Holocaust ist in die europäische Geschichte eingebrannt. Warum ist das eigentlich so? Und ich denke, es gibt zwei Faktoren, die auch dafür verantwortlich sind, dass die Erinnerung noch eine Zukunft hat und nicht eine erkaltete Erinnerung ist. Ein Irritationspotenzial, das einerseits in der Vergangenheit, aber andererseits auch in den Jahrzehnten des Schweigens liegt. In der Vergangenheit deswegen, und das ist auch der grundlegende Perspektivenwechsel, der diesem neuen Bewusstsein zugrunde liegt, deswegen, weil sich nicht zuletzt durch das wissenschaftliche Interesse, das aber auch immer geleitet ist von einem gesamtgesellschaftlichen Interesse, weil sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Ermordung der jüdischen Bevölkerung, die Ermordung anderer Opfergruppen, Roma und Sinti, Homosexuelle, Behinderte, sogenannte Asoziale, dass das nicht etwas war, was von einigen wenigen gewissermaßen bösen Ikonen des Bösen an fernen Orten begangen wurde, sondern dass es aus der Mitte der eigenen Gesellschaften organisiert und geplant wurde. Diese Erkenntnis verdankt sich etwa die Ausstellung der österreichischen Bundesbahnen, die in den letzten Jahren auch hier gezeigt wurde im Stadtmuseum, über die eigene Beteiligung mit den Transporten in die Vernichtungslager. Das geht bis zur Involvierung der Behörden, der Gesundheitsämter und so weiter. Also dieses Bewusstsein, dass das, was geschehen ist,
in der eigenen Gesellschaft und de facto auch in der eigenen Organisation, und da will ich die Universität nicht ausnehmen, die Akademie der Wissenschaften nicht ausnehmen, also dass das, dieser Zivilisationsbruch, wie es Dandiner 1988 genannt hat, in der eigenen Organisation, in der eigenen Gesellschaft geschehen ist, in deren Tradition wir ja noch immer stehen, also als wirklicher Bruch in eine Entwicklung der Moderne seit dem 19. Jahrhundert. Und das ist, glaube ich, auch der nachhaltige Irritationsfaktor, dass so etwas in den Strukturen, in denen wir heute noch leben, einer modernen, einer demokratischen Gesellschaft, die sich in die Richtung verändern konnte. Und das Zweite eben, dass dieser Zivilisationsbruch jahrzehntelang praktisch nicht präsent war, nicht vorhanden war. Ich schließe mit einem kurzen Verweis noch auf Graz. Wir kennen alle die wunderbare neue Synagoge, die Aktivitäten, die dort passieren. Den Grundstein wurde 1988 mit dem Synagogendenkmal gelegt. Aber diese Geschichte war jahrzehntelang wirklich kulturell vergessen. Und als die neue Aufgartenbrücke gebaut wurde in den 70er Jahren, sollte dieser Platz gewissermaßen in diese Verkehrslösung einbezogen werden. Und man ist an die Kultusgemeinde herangetreten zur Ablösung dieser Leerstelle im öffentlichen Raum. Also das Bewusstsein, dass es sich hier um einen zentralen Ort, an dem Verbrechen geschehen sind, an dem die Synagoge 1938 zerstört wurde, handelt, war nicht vorhanden. Heute wissen wir darum, und das ist vielen von denen, die hier in diesem Raum heute sind, zu verdanken. Und dafür möchte ich allen danken, und ich hoffe, es ist nicht die letzte Veranstaltung, die diese Ereignisse immer wieder ins Bewusstsein ruft. Dankeschön. Danke sehr, Heide-Marie Uhl. Sie haben uns jetzt auch schon wieder sehr schön eigentlich zu unserer Diskussion auf das Podium dann hingeführt, denn da wird es dann wirklich, wie Sie gesagt haben, die Erinnerung wird ja sehr oft kommunal getragen, und wir haben dann da wirklich drei Macher der Erinnerungskultur, die regional vor Ort und vor allem auch sehr viel mit Jugendlichen arbeiten. Ich würde Sie bitten, jetzt schon einmal am Podium Platz zu nehmen. Wir haben aber vorher noch Musik von Bernd Lurf, bevor es dann mit der Diskussion weitergeht. Das erste Stück, das habe ich dem Bernd versprochen zu sagen, war Elegy, und das hat er in der Nacht des Mordes in Oberwart im Februar 1995 geschrieben für die Opfer dieses rechtsextremistischen Anschlags damals. Zum nächsten Stück sagst du kurz selbst was. Ja, es ist beschrieben in den aufliegenden Zetteln. Es nennt sich Pedro Noda de la Cruz. Das war ein spanischer Häftling im KZ-Nebenlager Brettstein im Bezirk Judenburg, der nach einem Ausbruchversuch dort erschlagen worden ist. Und es hat jahrelang niemand Kontakt bekommen oder es hat gar nicht interessiert. Und als dann die jungen Leute der HDL Fonsdorf dort eine Gedenkstätte gemacht hat, hat die Frau Professor Eva Fenster über Internet Kontakt zu seiner Familie bekommen, die in Gran Canaria wohnt, und sie hat diese Geschichte eben erzählt von seinem fürchterlichen Leben, und während dieser Veranstaltung ist mir die Idee zu dieser Komposition gekommen. Ich würde nur sagen, die Komposition endet mit dem Tod von Pedro Noda, also eher tragisch, aber was mich sehr freut, das hat niemand gewusst, seine Frau war schwanger, wie er flüchten hat müssen, und sie hat einen Sohn geboren und er hat eine große Familie gegründet, und es gibt jetzt schon die vierte Generation. Ich habe gerade ein Bild gekriegt, es ist wieder ein Neugeborenes in dieser Familie zu begrüßen, also es haben weder die Nazis noch die spanischen Faschisten geschafft, die Familie auszurotten. Pedro Noda de la Cruz. Danke sehr.
So, jetzt darf ich mein Podium hier oben kurz vorstellen. Ich beginne mit der Dame in der Runde. Bettina Ramp ist Zeithistorikerin und seit mindestens 2000 oder länger bei der ARGE-Jugend gegen Gewalt und Rassismus tätig. Und sie macht vor allem laufend Projekte wirklich mit Jugendlichen, also erarbeitet auch Gedenkprojekte mit Jugendlichen und ist außerdem stellvertretende Obfrau des KZ-Verbands Steiermark. Wir werden dann nachher noch auf ein neues Machwerk von euch zu sprechen kommen, nämlich eine Gedenklandschaft Steiermark-Karte, wo man wirklich als auf einer Landkarte alle Gedenkprojekte nachschauen kann. Ich finde das eine sehr schöne Sache. Neben ihr sitzt Wolfgang Seereiter, ein seit ganz kurzem im Ruhestand befindlicher Lehrer, der auch schon seit sehr vielen Jahren, also fast länger als 2000, glaube ich, 90er Jahre, ebenfalls Gedenkprojekte, einige mit Schülern erarbeitet hat, aber auch ohne Schüler. Und ich glaube, Sie sind durch eine Versetzung als Lehrer an die Volksschule Wetzerwinkel, war das seinerzeit. Und das lag an der Route des Todesmarschs. Da sind Sie das erste Mal eigentlich mit lokalen Gedenken in Berührung gekommen und machen das weiterhin. Und sind jetzt, glaube ich, in Gleisdorf auch zurzeit sehr in der Flüchtlingsbetreuung engagiert. Dann links von mir ist ein Herr, den man in diesem Haus eigentlich gar nicht vorstellen muss, glaube ich. Franz Trampusch war nicht nur langjähriger Abgeordneter hier im Steirischen Landtag, er war auch Bürgermeister der Gemeinde Wagner und ist auch ein Mahner, ein Zeitzeuge, einer, der selber bei Gedenkprojekten wie in Afflens, wo ein Außenlager Mauthausens stand, sehr aktiv ist, aber er ist auch Zeitzeuge. Wie alt er ist, sage ich Ihnen jetzt gar nicht, das glauben Sie mir sowieso nicht, aber vielleicht könnten wir mit Ihnen, Franz Trampusch, beginnen, dass Sie uns kurz schildern, wie Ihre Jugend, was Sie da erlebt haben als eigentlich Nachbar von diesem Lager in Afflens. Bitte. Ja, ich habe als Kind, also mit 10 Jahren, leider sehr oft zuschauen müssen, wie Menschen erschlagen oder erschossen wurden, weil sie eine andere Religion, eine andere Nationalität, eine andere Rasse hatten. Und wenn man das als Kind erlebt, dann beschäftigt einem das ganze Leben lang die Frage, wieso so etwas passiert. Was bringt Menschen dazu, andere umzubringen, nur weil sie anders sind? Und die Frage zu beantworten ist auch ein Teil der Erinnerung. Nun gibt es mehrere Formen der Erinnerung. Die Frau Präsidentin hat eingangs gesagt, braucht Zukunft Erinnerung. Die Erinnerung an das, was gewesen ist, verblasst schon langsam. Denn wir alle wissen, wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen. Also das ist passiert. Es wird, glaube ich, immer wichtiger die Frage, warum etwas passiert ist. Denn da kann man heute noch was ändern. Und wenn man weiß, dass die gleichen Voraussetzungen, die damals dazu geführt haben, heute noch irgendwo und sehr oft leider auf der Welt noch immer passieren, und das Warum noch immer im Raum steht, habe ich also versucht, aufgrund dieser Erlebnisse, ich wurde ja auch zu Exekutionen geholt unter dem Titel Deutschland Jugend muss stark werden, also dieses Zuschauen. Wie alt waren Sie da? Ich war damals also zwischen 9 und 10 Jahre alt. Aber wenn man also das heute noch rückverfolgt und ich begleite im Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Menschen zu den Gedächtnisstätten, vor allem junge Menschen, dann ist die Diskussion wirklich viel stärker um das Warum und nicht um das Wie. Denn was passiert denn? Wieso ist der Mensch, der nicht aggressiv ist, plötzlich bereit, andere umzubringen? Jeder Mensch ist verunsichert, wenn ihm was unterkommt, was er nicht kennt. Etwas Fremdes. Diese Unsicherheit kann zu Angst werden. Und wenn es geschickte Manipulatoren gibt, und die gibt es, hat es immer gegeben und gibt es heute, dann kann aus dieser Angst Aggression werden. Denn dann wird dem Menschen eingeredet, du musst etwas dagegen tun, du bist gefährdet. Und dieses Anderssein, dieses Fremde kann dazu führen, dass diese Aggression plötzlich dazu führt, dass der Mensch mitmarschiert. So entstehen Kriege, so entsteht Terror. Das war damals so und ist heute noch so. Das heißt, es geht darum, diese Bildung von Feindbildern zu unterbinden. Das ist die große Erinnerungskultur, so wie ich sie sehe, dass man dieses, warum der Mensch bereit ist mitzutun, wenn es um Aggression geht. Und da habe ich also sehr viele
persönliche Erfahrungen und Gespräche gehabt. Ich habe jetzt eine konkrete Frage, weil Heidemarie Uhl uns erzählt hat, oder viele von uns das ja auch noch wissen, dass in den 80er Jahren ein Umbruch war in der Gedenkkultur in Österreich und dass da plötzlich viel mehr los war an Projekten und viel mehr darüber gesprochen wurde. Sie haben ja auch damals schon das thematisiert. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die Jugendlichen in den 80ern, 90ern und jetzt, sehen Sie eine Veränderung auch von Ihren Jugendlichen, die Sie durch den Gedächtnisstollen zum Beispiel führen? Ich sehe diese Änderungen eher zwischen den Generationen. Bei älteren Menschen passiert es sehr oft, dass sie einfach sagen, naja, reden wir nicht mehr drüber, das war ja einmal, während dem Jugendliche hier viel sensibler sind. Also manche Menschen sagen, man kann mit Jugendlichen darüber nicht reden, das stimmt nicht, im Gegenteil. Man kann mit Jugendlichen viel besser darüber reden, denn sie haben nicht solche Berührungsängste. Sie haben nicht die gleichen Feindbilder, die Ältere eingebracht haben. Also ich bin immer wieder sehr erfreut, wenn Jugendliche bereit sind, darüber zu reden und sagen eigentlich, sie haben da viel weniger Vorurteile als ältere Menschen. Also dieser Unterschied ist sichtbar. Wenn Sie die letzten Jahre oder auch die letzten Monate sich anschauen, weil Sie vorher gesagt haben, es geht immer auch darum, warum etwas passiert und damit auch ein Stück weit, dass man die Gefahr beseitigt, dass so etwas wieder passiert. Sehen Sie, dass die Gefahr größer geworden ist in letzter Zeit? Oder sehen Sie das gelassener, weil Sie schon einige Jahrzehnte das beobachten? Die Gefahr ist sicher größer geworden. Nicht so sehr, dass es die junge Generation ist, sondern leider in der Politik, und das sage ich das sehr offen, gerade weil ich hier in dem Haus sitze, wird die Angst viel mehr als früher als Mittel verwendet, um Menschen zu motivieren. Und das ist sehr schlimm. In einer Diktatur endet das immer damit, dass die schwächere Gruppe, also dann einfach liquidiert wird. In der Demokratie ist es so, dass eine Partei einmal mehr Stimmen hat und einmal weniger. Das heißt, es wird niemand umgebracht. Aber die Angst ist auch in der Demokratie leider zu einem politischen Mittel geworden. Und die Diskussion, die wir jetzt erleben, im ganzen Zusammenhang mit den Flüchtlingen, basiert doch darauf, dass Angst erzeugt wird und Feindbilder erzeugt werden. Also ich sage, die Situation hat sich verschlechtert. Danke sehr. Dann, wenn wir bei den Jugendlichen waren, gleich zu Wolfgang Seereiter, haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass man mit Jugendlichen oft besser sprechen kann oder sie neugieriger sind, wenn es ums Erinnern geht oder um Erinnerungskultur als Erwachsene oder Ältere? Kommt ganz darauf an, wie man es anlegt. Also in meiner langjährigen Tätigkeit hatte ich oft Gelegenheit, Interviews zu machen, Personen zu besuchen, die noch was zu erzählen hatten. Und wenn das möglich ist, Begegnungen herzustellen zwischen den Generationen, dann springt das sehr leicht über, das Interesse, und entwickelt sich auch was Neues. Und das ist uns über die Jahre hin sehr gut gelungen, denke ich mir. Also ist da gerade bei Jugendlichen auch dieses persönliche, also das personifizierte Erinnern wichtig, dass man ihnen Zeitzeugen auch bringt in die Schule und die mit ihnen sprechen oder gewisse Orte, ganz bestimmte, bearbeitet? Es braucht Begegnungsorte und es braucht den Lokalbezug, so aus meiner Erfahrung, um wirklich Motivation zu wecken, abseits der Schulbücher oder des Unterrichts in der Klasse. Und jetzt habe ich es vergessen, was war da die Frage noch zum Schluss? Na, also ob das eben wichtig ist, diese persönlichen Kontakte zu Zeitzeugen zum Beispiel, die uns ja langsam also auch verloren gehen, muss man sagen. Das ist ein tragendes Element, und mittlerweile ist es schon die nächste Generation, die darüber zu erzählen hat, aber ja, solange es noch geht, ist es das Gebot der Stunde, das noch zu nützen. Ja. Was war für Sie die größte Hürde, als Sie das erste Projekt in Ihrer Gemeinde begonnen haben? Also wenn Sie ganz zum Beginn zurückgehen. Ganz zu Beginn gab es das breite Schweigen darüber, dass es durch die Oststeiermark diesen Todesmarsch gegeben hat. Der wurde nirgendwo dokumentiert. Es gab nirgendwo einen Hinweis darauf, auch nicht in der lokalen Geschichtsschreibung. Und erst durch die Begegnung mit einer Zeitzeugin ist es 2005 gelungen, dieses Schweigen aufzubrechen. Also dieses Schweigen in der Region. Ja, natürlich gab es schon Forschungsarbeiten,
Ansätze in den Jahren davor, aber bis das so unter die Leute kommt, hat es wirklich lange gedauert. Und war es für Sie auch leicht, gleich Schüler zu begeistern? Oder waren es da nur immer die üblichen Verdächtigen? Also gibt es dann vielleicht nicht, 3, 4 in einer Klasse, die da besonders interessiert sind? Oder haben Sie das gleich, ist der Funke übergesprungen? Also ich habe da kein großes Problem entdeckt. Das war sehr gut möglich, Kinder für die Thematik zu interessieren, wenn es ihm gelingt, wie schon erwähnt, Begegnungen herzustellen. Und die Skepsis der Erwachsenen, ja, die schwindet, wenn sich Menschen getrauen, klar zu sagen, zu benennen, was tatsächlich vor Ort passiert ist. Ja. Und es ist uns, also zuerst habe ich den Impuls gesetzt, so 2003, und 2005 hat sich dann ein Personenkomitee gebildet, und erst mit dieser breiten Aufstellung ist es dann gelungen, in die Schulen zu gehen und ein Publikum dafür zu gewinnen. Dieses Netzwerk, das Sie da aufgebaut haben, das ist aber geblieben. Also es ist eine nachhaltige Arbeit gewesen, die Sie da geleistet haben. Oder ja, wächst sogar weiter? Es ist tatsächlich gelungen, das über die Jahre zu erhalten. Auch immer wieder so mit den Impulsen von auswärts. Also ich muss hier auch das Netzwerk Arena.at nennen oder eben auch schon die genannten Historiker in Graz, Heimo Halbrein oder Gerald Lamprecht. Und es ist gelungen, jedes Jahr einen Schwerpunkt zu setzen, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, auch in Bezug auf die Opfergruppen, sei es jetzt Euthanasieopfer oder Roma und Sinti. Oder im letzten Jahr waren es die Zwangsarbeiterinnen. Und immer wieder so der Fokus auf den Lokalbezug, das ist so das ganz Wesentliche. Und ich denke mir, in vielen Fällen ist man gut beraten, nicht so weit wegzugehen, sondern zu schauen, was war vor Ort, mein kleines Stück Holocaust. Sehr. Bettina Ramp, wenn wir vom Lokalbezug sprechen, würde es jetzt wirklich gut passen, kurz dieses Projekt, diese Landkarte vorzustellen, wenn ich dich darum bitten dürfte. Ja, danke, sehr gerne. Diese Landkarte Gedenklandschaft Steiermark ist einmal ein Sammelwerk, vereint 13 Orte in der Steiermark und präsentiert die dortigen Gedenkstätten, aber nicht nur die Gedenkstätten, auch Erinnerungstafeln und Straßenbenennungen. Uns von der AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus war es ganz wichtig, im mehrfachen Erinnerungs- und Gedenkjahr 2015 auch für die Steiermark einmal ein Sammelwerk herauszugeben. In erster Linie wollten wir diese Gedenkstätten, die durch eine Begleitung der AG Jugend auch zustande gekommen sind, präsentieren und dann noch schauen, was gibt es darüber hinaus alles in der Steiermark. Wer sich interessiert, ich habe ein paar Exemplare der Landkarte auch mit. Die ist in Printversion erhältlich. Zuerst der Überblick und dann auf der Rückseite gibt es zu jeder Gedenkstätte auch eine Kurzbeschreibung. Und sie ist auch im Internet zu finden. Wir haben nämlich im Jahr 2014 eine Plattform für die Steiermark eingerichtet. Diese Plattform wurde finanziert durch Förderungen des Landes Steiermarks. Die heißt Generationendialog-Steiermark. Auf dieser Plattform sind insgesamt fast 20 Jahre Zeitzeugen, Zeitzeuginnen-Interviews der AG Jugend versammelt. Wir haben in den 90er Jahren angefangen, unsere Zeitzeugen- und Zeitzeuginnen-Gespräche, die wir immer gemeinsam mit Jugendlichen geführt haben, aufzuzeichnen. Anfangs noch ganz dilettantisch haben wir mit Kassettenrekorder und Mini-TV-Kassetten gearbeitet, haben dann dicke VHS-Kassetten 90 Minuten lang zusammengeschnitten und irgendwann mussten wir feststellen, das schaut sich kein Mensch mehr an und es ist aber ein wertvoller Erinnerungs- und Erfahrungsschatz und dieser Schatz sollte auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf dieser Plattform finden Sie alle Zeitzeugen- und Zeitzeuginnen-Gespräche zusammengeschnitten zu Kurzclips und zwar auch Gespräche zum Februar 1934 zum Beispiel. Wir konnten noch 2 Kämpfer aus Bruck an der Mur und aus Leoben, den Fritz Ingret und den Hans Jöller, interviewen. Zeitzeugengespräche über den Zweiten Weltkrieg, aber immer mit einem Bezug zur Steiermark. Entweder haben uns
Frauen berichtet, wie sie das Kriegsende in Graz erlebt haben, oder wir durften noch den Zeitzeugen Franz Leitner, einen steirischen Landtagsabgeordneten, interviewen, der das Konzentrationslager im Buchenwald überlebt hat. Diese Videoclips sind thematisch geordnet, sind auch unterlegt mit einem Literaturverzeichnis und auch mit Kurzdossiers. Auch bei diesen Kurzdossiers wurden wir ganz maßgeblich von Heimo Halbreiner unterstützt. Ein Button auf dieser Plattform, man braucht wirklich nur Generationendialog Steiermark eingeben und man kommt sofort zu dieser Plattform, heißt dann Gedenkorte, und dann finden Sie diese Landkarte auch online. Sie können dann in jeden Ort hineinklicken, zoomen. Sie bekommen Bilder zu den einzelnen Denkmälern und natürlich auch die dazu nötige Hintergrundinformation wieder mit Literaturempfehlungen und auch mit Kurzdossiers zum schnellen Nachlesen. Für uns von der AG Jugend war es ein besonderes Anliegen, dass diese Arbeit, die wir jetzt fast 20 Jahre durchführen durften, nicht jetzt in einem Archiv verstaubt und verschwindet, sondern wirklich vor allem Schulen und Jugendlichen und Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt wird. Und du hast es eingangs erwähnt, die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen werden uns nicht mehr lange mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen, und so haben wir wenigstens die Möglichkeit, einen Teil davon auch nachzuhören. Die Interviews, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, wurden wirklich von Schülern alle geführt. Ja, alle Interviews der AG Jugend sind immer in Kooperation mit Jugendlichen durchgeführt worden, Schüler, Schülerinnen aus unterschiedlichen Regionen der Steiermark. Das waren immer eigene zeitgeschichtliche Erinnerungsprojekte, die vom Land Steiermark in Auftrag gegeben wurden. Eines wollte ich noch sagen. Die Karte beginnt auch nicht mit 38, sondern mit dem Austrofaschismus eigentlich. Also, genau. Weil du gerade vorher genau. Februar-Camp diese erwähnt. Landkarte versammelt vor allem Denkmäler zum Bereich Widerstand und Verfolgung. Und wir beginnen auch mit Denkmälern, die an den Bürgerkrieg hier in Österreich erinnern, maßgeblich in den Orten Bruck an der Mur und Kapfenberg. Und diese Landkarte ist in Kooperation mit der Arbeiterkammer Steiermark und mit Nationalfonds und Zukunftsfonds veröffentlicht worden. Danke sehr. Jetzt, weil ich das gerade hier sehe, das Wächterhaus ist ja auch dabei auf der Landkarte. Das ist ein Projekt, bei dem Sie auch maßgeblich beteiligt waren in Aflenz. Aber ich würde jetzt ganz kurz auch zurückgehen zu den Jugendlichen, weil wenn wir von Zukunft reden, dann reden wir ja von den Jugendlichen. Es gibt auch ein Problem mit Rechtsextremismus oder Extremismus ganz allgemein, aber ich spreche jetzt auch Rechtsextremismus an, weil wir da auch immer wieder junge Männer, meistens sind es junge Männer, in diese Richtung verlieren gesellschaftlich. Wenn Sie solche Tendenzen bemerken, auch wenn Sie eine Führung machen oder wenn Sie mit einem jungen Burschen oder Mädchen sprechen, was machen Sie dann und was können Sie anderen raten, damit Sie das Richtige zur rechten Zeit sagen? Naja, da muss ich jetzt einen Trick verraten. Sicherlich gibt es auch Jugendliche oder Gruppen, die von vornherein also, ja, sich nicht ganz so benehmen bei den Begleitungen, wie man das bei einer Gedenkstätte macht. Da mache ich einen Trick. Ich war der aufgrund meiner Erlebnisse, der sehr anti-autoritär geworden ist. Ich habe es nicht vertragen, wenn jemand mit mir laut geredet hat, das hat mir im Beruf auch nicht immer gut getan, zurückzureden, aber ich habe dann den ersten steirischen Schülerstreik organisiert, wegen eines Professors in der Wielandgasse in der Handelsschule, und wenn ich Jugendliche merke, die nicht dabei sind, dann erzähle ich ihnen zuerst, dass ich den ersten steirischen Schülerstreik organisiert habe, und dann habe ich die Zuhörer garantiert dabei, und dann weiß ich schon, wie ich weitermache. Also da gibt es auch Tricks, um mit Jugendlichen. Das ist ein schöner Trick, aber nicht jeder von uns hat schon einen Schülerstreik organisiert. Also wenn wir in der Situation sind, müssen wir dann aber lügen. Aber jeden Jugendlichen interessiert es dann, wieso es einen ersten Schülerstreik gegeben hat. Also das funktioniert schon. Aber ich muss noch einmal sagen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Jugendlichen. Eines ist auch klar, man muss den Menschen schon einreden oder zureden, hinzuschauen. Wir leben halt in einer Gesellschaft, wo die Leute gerne wegschauen, wenn es unangenehme Dinge gibt. Und das muss man aber auch erst lernen oder das muss man versuchen zu sensibilisieren. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, ich muss das wirklich sagen, weil es für mich so prägend war, vielleicht mehr als das Zuschauen bei Exekutionen.
Das war am Ostermontag des Jahres 1945. Da ist Graz bombardiert worden. Ich glaube, es war das ärgste Bombardement überhaupt. Und wir sind auf den Berg hinaufgelaufen und haben nach Norden geschaut, weil der Himmel war blutrot, weil Graz gebrannt hat. Und meine Mutter hat geweint und die Nachbarin sagt dann, wieso heulst denn du? Sagt meine Mutter, weil Graz brennt und weil Leute sterben. Und die Nachbarin sagt, was geht mich Graz an, wenn ich dort keine Verwandten habe. Das hat mich als Kind so geprägt, weil wie oft passiert es, dass Menschen wegschauen und sagen, ich bin mit dem eh nicht verwandt. Also das heißt, ich glaube, das ist unmenschlich, nicht hinzuschauen. Wir sollten in der Erinnerungskultur auch lernen, mehr hinzuschauen und nicht wegzuschauen, wenn es unangenehm ist. Danke sehr. Bettina Ramp, darf ich die Frage auch noch einmal wiederholen? Was gibt es aus deiner Erfahrung, aus einer jetzt 15-, 16-Jährigen schon für Tricks, wenn man merkt, es gibt ein Problem mit Rechtsextremismus zum Beispiel in einer Gruppe, weil ihr geht ja in Schulen ins ganze Bundesland und wird auch auf verschiedene Situationen treffen. Wir haben Gott sei Dank noch nicht die Erfahrung gemacht, dass wir wirklich mit rechtsextremen Jugendlichen gearbeitet haben. Aber natürlich hat es immer wieder in den Schulklassen Jugendliche gegeben, die provoziert haben, die mit ihren Argumenten versucht haben, Aufsehen zu erregen. Und da habe ich sehr gut gelernt von unserer Mentorin und von unserer Zeitzeugin Maria Caesar. Wenn sie in der Klasse gestanden ist und wir als Historiker im Vorfeld Probleme gehabt haben, die Aufmerksamkeit zu gewinnen, dann war das mit ihrer Präsenz plötzlich ein anderer Umstand. Maria Caesar zum Beispiel hat es immer wieder geschafft, durch ihre persönlichen Schilderungen, durch die Schilderungen ihrer Lebensgeschichte auch jene Aufmerksamkeit zu gewinnen, die anfangs überhaupt nicht vorhanden war. Und da haben wir feststellen müssen, dass die Schilderungen von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen einen besonderen Mehrwert immer ergeben, weil es ist authentisch. Diese Menschen haben die ihre Geschichte erlebt und berichten aus ihren Erfahrungen. Kann natürlich nicht den Unterricht eines Geschichtelehrers oder einer Geschichtelehrerin ersetzen, aber ist eine enorme Bereicherung und zumindest ist es immer wieder gelungen, auch die Aufmerksamkeit von einstigen Störern und Störerinnen auch wiederum zu gewinnen. Danke sehr. Ich würde gerne noch viel länger mit Ihnen sprechen, aber mir sind zeitliche Vorgaben gesagt worden und die überschreiten wir schon. Deswegen würde ich jetzt gerne noch ganz kurz fragen, ob es im Publikum Fragen an unser Podium gibt oder auch an unsere zwei Wissenschaftlerinnen, die zu Beginn die Referate gehalten haben. Also ich glaube, sie wären auch noch bereit zu antworten und wir würden dann ein Mikro in den Saal schicken. Also bitte einfach um ein Handzeichen in dem Fall. Also wenn ich das richtig interpretiere, aha, doch, da ist jemand. Bitte sehr. Mein Name ist Brandstätter. Sie bekommen ein Mikro. Mein Name ist Brandstätter, ich bin im österreichischen Schwarzen Kreuz Kurator und bin Bewohner der Marktgemeinde Gradkorn nördlich von Graz, wo am 4. April 1945 in der Duld und in Eckenfeld Judenmorde begangen wurden. Das ist mir mit einigen anderen Aktivisten, auch Oberst Oswald war dabei, gelungen, die Marktgemeinde Gradkorn, alle Parteien also zu überzeugen, hier eine Gedenkstätte zu errichten. Und es wird am 4. April 2016 um 15 Uhr vor dem Rathaus, vor dem Gemeindeamt in Gradkorn, eine Gedenkstätte für die in Gradkorn am 4. April 1945 ermordeten Juden errichtet. Die Botschafterin des Staates Israel und der Botschafter der Republik Ungarn werden anwesend sein und die Frau Landtagspräsidentin Dr. Vollert, und der danke ich dafür, hat es übernommen, die Enthüllung der Gedenkstätte vorzunehmen. Alle hier Anwesenden sind herzlich eingeladen. Danke. Danke sehr für den Hinweis. Es war ja in dem Sinn keine Frage, aber ich habe es mir notiert auf jeden Fall, 4. April, Gradkorn. Und wenn jetzt
keine Fragen mehr sind, dann würde ich um ein weiteres Musikstück vom Bernd Loew Trio bitten. Ein Mikro, genau. Ja, das folgende ist ein Ausschnitt zum Weh mir das als Komponisten getan hat, weil das Stück Epitaph ist eine persönliche Aufarbeitung musikalisch des Todesmarsches der ungarischen Juden. Es dauert eigentlich 40 Minuten und ist für ein 10-köpfiges Ensemble geschrieben. Und ich habe versucht, aus 2 Sätzen kleine Teile herauszunehmen mit diesem, um mit den 3 Musikern zu spielen. Das muss ich jetzt noch sagen, die 2 Musiker, die sind nicht erwähnt auf der Dings. Also Thorsten Zimmermann am Bass und der Patrick Dunst an den Saxophonen. Ja. Und die Auseinandersetzungen, die angesprochen worden sind, die hat man durchaus, ich habe es immer mit den Veranstaltern, dass sie mich immer anrufen und sagen, Herr Loew, Sie können so viel machen, spielen Sie nicht die grauslichen Themen und wenn ich dann mit denen zum Verstreiten anfangen habe, ich meistens dann den Job nicht. Aber für mich ist es als Musiker sehr wichtig, auf diese Ereignisse einzugehen, weil ich doch manchmal mehr Leute erreiche bei Konzerten, die sonst zu den Veranstaltungen kommen, weil es kommen sonst eh immer die üblichen Verdächtigen. Jedenfalls ist es jetzt ein Auszug aus dem Werk Epitaph.
So, mir bleibt es jetzt nur noch, mich von allen zu verabschieden und noch einmal allen, die gekommen sind, um zuzuhören, sehr herzlich zu danken und natürlich auch besonders denen, die gekommen sind, um zu sprechen mit uns heute. Und ich darf Sie noch im Namen der Landtagspräsidentin auch einladen, ein bisschen zu verweilen im Rittersaal. Also wenn Sie noch weiter reden wollen, Fragen stellen wollen, dann bleiben Sie noch ein bisschen mit uns. Danke.